Guckt euch bitte einmal dieses Bild hier an. Und ich denke, fast jeder von euch wird es schon mal irgendwo gesehen haben. Und wenn ihr mir folgt, beziehungsweise meine Videos schon seit Jahren verfolgt, dann werdet ihr bestimmt auch wissen, wer das ist. Die Person, die ihr auf diesem Bild sehen könnt, ist niemand anderes als die bekannteste Creepypasta-Kreatur, die es überhaupt gibt. Ein Wesen namens Jeff the Killer. Jeff the Killer ist quasi das ikonischste Creepypasta-Wesen, das überhaupt jemals kreiert wurde. Es ist eine der ersten Geschichten, die wirklich viral gegangen ist und gilt bis heute von vielen als die Ursprungs-Creepypasta, die es schaffte, diese ganze Geschichtenart, dieses Genre irgendwie in den Fokus der Leute zu rücken. Und die Geschichte über Jeff ist erstmal relativ simpel. Wir haben es mit einem Jungen zu tun, der allgemein Probleme hatte, der dann irgendwann entstellt wurde durch eine Brandverletzung, durch andere Verletzungen und daraufhin anfing zu einem Wahnsinnigen zu werden, zu einem regelrechten Killer, der Leute nachts aufsuchte, sich in den dunklen Ecken ihres Zimmers versteckte und nur darauf wartete, bis seine Opfer endlich schlafen gehen würden. Dies ist sehr stark zusammengefasst, die Geschichte von Jeff the Killer. Und dieses Bild hier ist eben das Bild, was immer und immer und immer wieder mit der Geschichte in Verbindung gebracht wird. Doch auch wenn wir dieses Bild als typisches Jeff the Killer Bild sehen, stellt sich doch die Frage, was es mit diesem Bild auf sich hat. Woher stammt dieses Bild? Was ist dieses Bild wirklich? Und gab es vielleicht Jeff the Killer tatsächlich? Zunächst muss man einmal Folgendes sagen. Ich habe etwas recherchiert darüber, aber die Antwort war relativ schnell klar. Einen echten Jeff the Killer, also die Kreatur, die wir in den Geschichten sehen, hat es so niemals gegeben. Es gab einige Killer da draußen, die tatsächlich ähnlich gewesen sind wie Jeff the Killer, die auch entstellte Gesichter hatten oder sich nachts in Zimmern versteckt haben und warteten, bis ihre Opfer endlich eingeschlafen waren. Solche Vorfälle gab es, aber es gab nie diese Verbindung daraus. Es gab nie irgendeinen Killer da draußen, der selbst sich sehr entstellt hatte, beziehungsweise der von anderen entstellt wurde und daraufhin sich einfach wahllos Opfer gesucht hatte, bei denen im Zimmer wartete und dann, während die im Bett lagen, einfach zu ihnen sagte: "Geh endlich schlafen." So etwas hat es nie gegeben. Es gab also ähnliche Killer, aber nicht denselben. Es gab nie Jeff the Killer. Die Sache ist aber folgende. Dieses Bild, welches ihr seht, hat tatsächlich eine sehr schreckliche Hintergrundgeschichte, die vom Internet immer wieder diskutiert wird. Denn angeblich sah dieses Bild einmal komplett anders aus. Und zwar so. Zu sehen ist jetzt gerade auf dem Bild nicht mehr Jeff the Killer, nicht mehr die bekannte Creepypasta-Kreatur, sondern ihr seht eine junge Frau namens Katie Robinson. Und diese junge Frau hatte dieses Bild, das ihr sehen könnt, auf 4chan hochgeladen. Sie hatte ein Bild von sich selbst gemacht, wo sie nicht gerade begeistert guckt, hat das Bild dann auf 4chan hochgeladen und wollte sehen, wie die Reaktionen von den Usern der Plattform sind. Es gibt tatsächlich immer wieder Challenges, die online gemacht werden, wo Leute Bilder von sich posten, teilweise in der Hoffnung, Komplimente zu kriegen, teilweise aber auch einfach nur, um Beleidigungen an den Kopf geworfen zu kriegen. In Katie Robinsons Fall kann man davon ausgehen, dass sie das Bild wahrscheinlich postete, einfach nur, weil es ihr selbst gefiel und weil sie es anderen Leuten zeigen wollte. Ähnlich wie Leute die Bilder von sich auf Facebook oder Instagram hochluden. Das Problem war aber, auch wenn Katie sich auf dem Bild gefiel, schienen andere Nutzer von 4chan das anders zu sehen. Es heißt von Leuten, die angeblich das damals mit angesehen haben, dass Katie nach dem Upload ihres Bildes extrem stark gemobbt wurde von den anderen Nutzern der Plattform. Zunächst fingen die Leute an, Witze über ihr Aussehen, über ihr Gewicht zu machen, schrieben unterschiedlichste wirklich böse Dinge und dann ging es sogar so weit, dass manche Leute das Bild von ihr nahmen und es dann eben immer und immer und immer wieder bearbeiteten. Sie photoshoppten es in alle möglichen Arten, machten sich einen Spaß daraus, machten quasi aus dem Bild von Katie ein Meme. Und eins dieser gefotoshoppten Bilder sollte dann eben dieses Jeff the Killer Bild geworden sein. Ein Nutzer nahm also das Bild von Katie und photoshoppte es so sehr, dass aus dieser jungen Frau dieser wahnsinnige Killer geworden ist. Eine verstörende, gruselige Gestalt mit großem Grinsen und bleicher Haut. Und an sich würde man es denken, dass man es hier einfach nur mit Mobbing zu tun hat, dass Katie vielleicht daraufhin das Bild gelöscht hatte und die Plattform nicht mehr nutzte, doch dieser ganze Vorfall endete angeblich anders. Denn Katie soll dieses Mobbing auf der Plattform sehr zu Herzen gegangen sein.
Sie soll sich die Sachen durchgesehen haben, die Bilder angesehen haben, und als sie bemerkte, dass eben dieses Bild von ihr in veränderter Version immer und immer mehr auf Foren überall geteilt wurde, wurde ihr das Ganze zu viel. Und im Jahr 2008, wo sie das Bild auch hochgeladen hatte, soll sie aufgrund des Mobbings online sich selbst das Leben genommen haben. Die Leute sagten, dass sie kurze Zeit später, weil sie eben das Ganze nicht aushielt, weil es zu viel für sie war, sie sich entschied, ihr Leben selbst zu nehmen. Dies ist die Geschichte, die im Internet immer wieder angeführt wird, als die Hintergrundgeschichte zu diesem Bild, die Hintergrundgeschichte zu Jeff the Killer. Dass wir es also hier nicht mit einem Killer zu tun haben, sondern mit einer Person, die ein tragisches Schicksal erleiden musste, weil sie gemobbt wurde, wegen ihrem Bild, das zu Jeff the Killer verändert wurde. Doch auch wenn das erstmal eine sehr interessante und tragische Geschichte ist sie nicht komplett korrekt. Denn ja, diese Geschichte wird von vielen Leuten im Internet geglaubt und verbreitet, aber tatsächlich gibt es einen klaren Beweis, der gegen diese Geschichte spricht. Ich konnte leider nicht sicherstellen oder herausfinden, ob es diesen Katie Robinson-Vorfall wirklich gab. Die Informationen, die es dazu gibt, sind nur von manchen Leuten gegeben worden, die damals angeblich im Forum gewesen sind, aber es gibt keine Beweisscreenshots oder sonstiges. Was wir aber tatsächlich wissen, ist, dass dieses Bild von Jeff the Killer schon früher existiert haben muss. Schon bevor 2008 dieser Witz gemacht wurde, beziehungsweise bevor 2008 diese ganze Katie Robinson-Geschichte anfing. Denn bereits im Anfang von 2008 gab es tatsächlich die Creepypasta schon. Bevor also dieser ganze Katie Robinson-Fall im April, Frühjahr, Sommer von 2008 stattgefunden haben soll, war die Jeff the Killer-Geschichte längst geschrieben von dem Schreiber Saussure, der die Geschichte gemacht hat und der eben auch schon dieses Bild verwendet hatte. Damals sind viele Leute zu seinem originalen Text gegangen und haben tausende Kommentare geschrieben, ob er das Bild so verändert hat, ob er schuld war für das, was mit Katie Robinson passiert ist, ob er sich nicht schlecht fühlt, ob er erklären kann, warum er das getan hat. Und Saussure musste damals erklären, dass er mit dieser ganzen Geschichte nichts am Hut hatte, doch er konnte gleichermaßen beweisen, dass diese Geschichte so nicht stimmen konnte. Dieser Katie Robinson-Vorfall kam erst viel, viel später und selbst er hatte dieses Bild nicht selbst erschaffen. Das heißt, obwohl er es schon vor der Katie Robinson-Geschichte hochgeladen hatte, hatte er es bereits von einer anderen Seite genommen. Und zwar von Newgrounds. Newgrounds war eine Seite, die früher vor allem beliebt war. Da gab es Videos und Spiele. Viele Leute sehen es als so ein frühzeitiges YouTube. Und damals hat tatsächlich eine Person namens Killer Jeff dieses Bild hochgeladen. Die Person Killer Jeff lud damals das offizielle erste Jeff the Killer-Bild hoch und schrieb darunter, dass er das ist. Er schrieb, dass er hier ein Bild von sich selbst gepostet hatte. Natürlich ist das Bild bearbeitet, doch tatsächlich soll es scheinbar mal eine Person gegeben haben, die sich selbst als Killer Jeff, Jeff the Killer, bezeichnete und sagte, dass er das wirklich auf dem Bild ist. Die ganze Geschichte um Jeff the Killer, die Creepypasta, die wir kennen, war damals noch nicht geschrieben worden. Die kam erst ungefähr ein Jahr später, als Saussure auf das Bild aufmerksam wurde. Saussure sah damals das Bild auf Newgrounds, sah den Namen Killer Jeff und entschied sich, dass man daraus doch eine Horrorgeschichte machen könnte von Jeff the Killer, die Geschichte hinter diesem gruseligen Bild. Das bedeutet, wir haben scheinbar jetzt den Ursprung gefunden, diesen Ursprung von dem Bild, dass wir es also mit einer Person zu tun haben, die tatsächlich so aussieht. Doch auch das stimmt nicht ganz, denn Leute haben sich das Bild genauer angeguckt, haben versucht es zurück zu photoshoppen und grundsätzlich gibt es die Idee bzw. den weit verbreiteten Glauben, dass auf dem Bild selbst gar kein Mensch zu sehen ist, sondern lediglich eine Latexmaske, die extrem gephotoshoppt wurde. Eventuell vielleicht von Killer Jeff, der sie so gephotoshoppt hatte, doch auch das ist nicht möglich. Denn ja, im Jahr 2007 gab es eben diesen Vorfall von Killer Jeff, dass wir es eben hierbei mit dem Bild zu tun haben, aber wir können tatsächlich noch ein kleines bisschen früher zurückgehen. Im Anfang von 2007 gab es ein japanisches Musikvideo auf YouTube. Ein Video, wo unterschiedliche verstörende und gruselige Bilder gezeigt wurden. Dieses Video auf YouTube gab es vor der Killer Jeff Geschichte, vor Katie Robinson, vor der Horrorgeschichte Jeff the Killer. Und in diesem Video, genau bei 4 Minuten und 11 Sekunden, taucht für einen ganz kurzen Moment das Jeff the Killer Bild auf.
Hier haben wir tatsächlich jetzt den Moment gefunden, wo wir nicht früher sagen können, dass dieses Bild mal irgendwie dokumentiert wurde. Das Video, dieses japanische Video, wo man bei 4 Minuten 11 ohne Grund dieses Bild sieht, ist der früheste Ursprung, den man derzeit nachverfolgen kann, wo das Bild von Jeff the Killer herkommt. Man weiß dadurch noch nicht, wen das Bild zeigt, warum es existiert, wer es so bearbeitet hat, aber wir haben zumindest einen Ursprung gefunden, wo es das erste Mal auf YouTube, das erste Mal im Internet auftauchte. Das Einzige, was wir noch als eine frühere Information haben, sind wieder erneut Forenaussagen. Eine Person sagte aus, dass er mal in einem Forum gewesen ist im Jahr 2004 und damals tatsächlich ein Mädchen ein Bild von sich hochgeladen hatte, das so bearbeitet wurde, dass es nachher aussah wie Jeff the Killer. Sprich, ähnlich wie die Katie Robinson Geschichte von 2008, soll das Ganze so tatsächlich 2004 passiert sein, nur dass es keine Information gibt, dass das Mädchen von damals irgendwie daraufhin sich das Leben genommen hatte oder so. Sprich, es gibt angeblich diese Geschichte, das sind aber wie gesagt nur Aussagen ohne Beweise, dass es von 2004 stammt, als ein Mädchen ein Foto von sich hochlud, das bearbeitet wurde, aber sicher kann man es nicht sagen. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, dass hinter diesem Bild, welches für uns so ikonisch als Jeff the Killer zu sehen ist, tatsächlich eine lange und verzwickte und teilweise gruselige und tragische Geschichte steckt. Und zwar eine Geschichte, die bis heute immer noch nicht ganz aufgeklärt werden kann. Das war auf jeden Fall dieses Video, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.